Wir sind auf dem Weg zum Frosch. Ich habe, wie ihr seht, einen Begleiter dabei. Ich habe versucht, uns beide so gut wie möglich auszustatten und gegen Gift zu schützen. Meinen Begleiter habe ich ausgestattet mit einem Bogen und mit einem Speer und habe ihm gesagt, er soll Fernkampf bevorzugen. Es ist für mich ein Versuch. Ja, ich habe ihm... Du bist doch noch richtig eingestellt, ne? Vorhin bist du wie wild mit deinem Speer hier immer durch die Gegend gelaufen. Fernkampf, ja. Ich habe ihn eingestellt auf Folgedistanz fern und auf Fernkampf. Und wie gesagt, wir sind beide ausgestattet mit den entsprechenden Nahrungsmitteln und so weiter. Und das werden wir jetzt auch mal nehmen. Dann kriegst du noch einen hiervon. So, und ich gebe mir das Gleiche. Also nicht das Gleiche. Ah, siehst du, psychedelischen Topf habe ich ihm gar nicht gegeben. Fischeintopf und Quinoa. Und einmal Met. Wieso hast du deinen Psychegegenstand an? Doch, da ist er. Okay. So, jetzt müssen wir als erstes hier mal die ganzen Frösche bekämpfen. Giftfrösche, Giftpfeilfrösche, wie auch immer. Also mit der Ausrüstung bin ich jetzt schon, oder mit der Rüstung bin ich schon ganz zufrieden. Ich habe nochmal in diesem Camp auch neue NPCs geholt. Und einer dieser neuen NPCs, die führe ich hier gerade. Die hat Giftwiderstand Stufe 3, hat Fäustlinge und Klinge, hat sie 120%+. Leider Hammer ist schlecht bei ihr. Aber sonst hat sie eben auch noch gute Klinge bei Doppelklinge, bei Speer und beim Großschwert. Das ist wohl schon der, den ich die ganze Zeit auch geführt habe. Wäre jetzt aber nicht so schlimm, wenn er das hier nicht überlebt. Da darf man nicht reinkommen in diesen... Oh! Nein! Okay! Okay! Würdest du bitte woanders hingehen? Bitte geh weg. Der sitzt auf mir drauf, verdammt. Das ist ja ganz blöd hier. Mal weg von ihm. Ja. Okay. Okay, das war's. Ja gut, schade. Das war blöd. Nicht ideal gelaufen. Todespaket da hinten. Aber er hat eins gemacht, er hat für mich getankt. Und das war seine Aufgabe. So, ich bin hier noch in dem Gift. Sammle Kopf, aber unbedingt. Habe ich den Kopf? Ja, habe ich? Ja, habe ich. Also das war jetzt auf Normal-Level. Das ist schade. Ich muss mal gucken, ob ich ihn noch gespeichert habe. Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt.
bring mal die Sachen hier weg. Wir werden den auch gleich nochmal machen, alleine. Dann sehen wir, was der Unterschied ist. Hauptsache, ich lande nicht wieder unter ihm. Also, ich finde den Frosch, mal abgesehen davon, dass natürlich das Gift schon ein Thema ist, ja. Aber insgesamt finde ich den Frosch einfacher als den Säbelzahntiger. Der ist nicht ganz so schnell. Man sollte idealerweise rechtzeitig immer wegkommen von ihm. Also dieser Charakter hier hat Giftwiderstand, also Stufe 3 und Jäger und Nachtläufer. Ja, der hat zwar auch noch diese Negativ-Perks, aber das mit dem Handwerken, das interessiert mich nicht. Und Aversion gegen Kälte ist jetzt auch nicht so schlimm, ja. Und hat aber etliche gute Perks. Also der kann zum Beispiel selber die Gegner vergiften. Gut, das nützt uns jetzt hier nicht. Kontertechniken, Verteidigung, ignorieren. Also die ist schon richtig gut. Und es ist sogar eine Frau und sie sieht hübsch aus. Ja, diesmal nicht. Also er ist eher... Oh, 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 oh. Langsam. Huch. Er ist eher langsam. Genau. Ja, aber schau, auf Normal-Level. Also, wie ich finde, wirklich okay. Nicht in das rein da. Dann ist alles gut. Wenn du in diesen lila Nebel kommst, das ist gar nicht gut. Ja. Perfekte Tötung. Also das ist im Verhältnis echt einfach. Gut, wir sind wirklich gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ja, gut vorbereitet. Also in diesem Spiel ist die Vorbereitung wirklich so wichtig. Wenn man das nicht macht, dann, ja, dann hat man Probleme einfach, ne? Das, was mir jetzt noch Sorgen macht, ist, jemanden zu finden, der gute Rüstung macht und gute Waffen. Das fehlt leider immer noch. So, dann schauen wir mal hier. Haben wir natürlich alles. Das war die Datenaktualisierung. Das war jetzt die 2, die haben wir repariert. Jetzt fehlen uns 2 blaue Kristalle, um diesen Knoten hier zu reparieren. Plus 5 Konstitution bekommen wir. Es gibt hier... War das hier? Die Tafel. Geh mal gucken, ob es hier auch Technikpunkte gibt. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Gehen wir mal gucken da oben. Gehen wir hier nochmal runter, vorsichtshalber, und gucken doch nochmal, ob da noch so ein Technikpunkt für uns ist. 1, 2 oder 3. Oh ja, da gibt es 2 Technikpunkte bei diesem Pylon. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.